Alltag im geteilten Deutschland. Im Westen Meinungsfreiheit und Meinungsmache. Was liegt auf der Treppe und lügt? Bild-Zeitung. Im Osten Propaganda für Partei und Sozialismus. Nennst du mich nicht KZ-Baumeister, nenne ich dich nicht Dreckschleuder. Das haben wir gern geguckt, um uns kaputt zu lachen. Die meisten DDR-Bürger schauen lieber Westfernsehen. Schnell verstecke die Westantenne. Ja, nicht drüber reden, auch nicht in der Schule drüber reden. Eine neue Generation bringt alte Werte ins Wanken. Die laufen da sowieso alle nackt rum, die machen Rudelbums. Punks und Hausbesetzer in Ost und West rebellieren gegen die Gesellschaft. Wir sind wirklich auf der Straße angepöbelt worden. Plötzlich hält neben dir ein Auto, sind sie die und die, ja, bin ich, zack, rein. Und dann warst du Stunden weg. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren, euch, liebe Kinder. Das goldene Zeitalter des Fernsehens. Seit den 60ern gibt es auf beiden Seiten der Mauer jeweils zwei Hauptprogramme. Mit jeder Menge Unterhaltung. Die Sendung, die man damals gesehen hat, das war ja Wim Tölke, glaube ich, und Peter Frankenfeld. Damit fing das an. Daktari und Flipper natürlich. Der Große. Und Samstagabendshows, ganz klassisch. Der große Preis. Sie mussten seinen Fernseher reparieren, weil er heute Abend ein Kessel Buntes sehen will. Wir waren mit unserem 2DDR-Programm zufrieden. Gab es genau solche Serien, das Krankenhaus am Rande der Stadt oder wie das alles hieß, der Kessel Buntes und all die schönen Veranstaltungen. Wir hatten keinen Fernseher. Also meine Großmutter hatte einen Fernseher und wir Kinder durften keinen Fernsehen sehen, weil meine Eltern, Argumente lassen sich finden, dachten, Fernsehen ist vom Teufel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachrichten aus aller Welt gehören ebenfalls zum täglichen Programm. Im Grundgesetz der Bundesrepublik ist die Pressefreiheit fest verankert. Meldungen in Fernsehen, Radio und Zeitungen dürfen nicht vom Staat zensiert werden. Man wusste genau, man ist perfekt informiert, wenn du eben die Welt, die Frankfurter Rundschau, die FAZ und die Taz gelesen hast. Dann hast du das ganze Spektrum von Meinungsvielfalt sozusagen abgedeckt hat, um bestimmte Sachen sozusagen von allen möglichen Perspektiven zu erfassen, zu begreifen. Meinungsvielfalt und Pressefreiheit. Damit schmückt sich auch die DDR in ihrem Grundgesetz. In Wahrheit werden alle Medien kontrolliert und zensiert. In fast jeder Nachricht steckt Propaganda für den Sozialismus und das SED-Regime. Also jeder, der in den Medien gearbeitet hat, ob schreibend, sprechend oder filmend oder wie auch immer, war ja letzte Sprache der Partei. Das war die offizielle Doktrin. Und wenn ich mich dem verpflichtet habe und wollte dort arbeiten, habe ich meine Rahmenbedingungen abgesteckt bekommen. Also ist nichts mit Freiheit. Stefan Lasch arbeitet bei DT64, dem angesagten Jugendkanal des DDR-Rundfunks. Die Nachrichten werden auch hier streng überwacht. Selbst Feiertage fallen, wenn nötig, der Zensur zum Opfer. Weihnachten zum Beispiel wurde immer verordnet. Weihnachten fand statt im Radio, wenn die Versorgungslage es zuließ. Es wurden auch keine Weihnachtslieder gespielt, um die Emotionalität nicht noch zu verbreiten. Wenn es also mal keine Apfelsinen gab, gab es auch kein Weihnachten. Eduard Stapel arbeitet damals als Zeitungsjournalist. Also wenn es wenig Eier gab, durfte der Begriff Eier 14 Tage nicht in der Zeitung stehen. Oder wenn es zu wenig Fleisch gab, dann durfte man nicht über Fleisch oder Schweinezucht oder was schreiben. Och, das war schon echt ätzend, DDR-Fernsehen, die Nachrichten zu sehen sozusagen oder sich durchs Neue Deutschland zu lesen. Wir haben das natürlich alles intensiv gelesen, weil man immer so zwischen den Zeilen gesucht hat, wo ist jetzt mal ein neuer Schritt nach vorn oder was auch immer versteckt. Berlin, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung. Radiomoderator Stefan Lasch aus der ehemaligen DDR trifft sich mit dem Fernsehjournalisten Holger Kulig aus West-Berlin zum Erfahrungsaustausch. Haben Sie damals schon
DD64 gehört? Wie, wir waren ja beim Du. Ja, das sollten wir klären. Also, wenn wir schon bei der Schwarz waren. Ich bin fürs Du. Also Holger, du. Genau. Stefan. Ja, du wirst lachen, ich habe euer Programm relativ häufig gehört, habe jetzt sogar Fotos durchgeguckt bei mir und bin durch Zufall darauf gestoßen, dass ich in meinem Auto sogar einen Aufkleber von euch hatte, irgendwie. DT64, echt Ost, hier ist er drauf zu sehen. Bei der Parteiführung gilt westliche Popmusik als dekadent. DT64 darf sie trotzdem spielen, wenn auch nach strenger Quotenvorgabe. Zu groß ist der Erfolg beim jungen Publikum. Der Titel wurde angesagt, dann wurde immer still gezählt 21, 22, 23, mit dem einfachen Grund, dass derjenige, der zu Hause den Knopf drücken wollte, auch die genügende Zeit hatte. Wobei das im Westen, glaube ich, ähnlich war. Also Moderatoren haben immer Schimpfe bekommen von ihren Hörern, wenn sie in die Stücke reingesprochen haben. Genauso wie sie aus der Musikindustrie natürlich Schimpfe bekommen haben, wenn sie nicht drauf gesprochen haben, weil die Leute sollten sich ja die Platten noch kaufen und nicht aufnehmen. Ja, sonst hätten sie gerne die Platten gekauft, was sie gab es nicht. Stefan Lasch moderiert auch Nachrichten und muss sich immer wieder kontrollieren lassen. Haben wir dann auch auf Texte geachtet, ja, dass ihr sagt, das geht jetzt nicht, das bringt uns Ärger? Natürlich, wenn es wieder dem System war, dann wurde der Text gekippt oder es gab auch das Lektorat zum Beispiel, wo also die Texte ganz genau beurteilt wurden. Es gab eine eigene Abteilung dafür, die dafür sorgte, dass zum einen die Chefredakteursposten mit Leuten besetzt waren, die auch solche Meldungen, die linientreu waren, verbreiteten. Und dazu kam auch, dass die Ausbildung für Journalisten sehr stark reglementiert und überwacht war. Wer in der DDR Journalistik studieren darf, landet meistens hier, am Roten Kloster. So nennt man damals scherzhaft die Sektion Journalistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Wir mussten die neue Wirklichkeit propagieren. Brigitte Klump wird noch vor dem Mauerbau in Leipzig zur Journalistin ausgebildet. Weil sie Kontakte nach West-Berlin hat, macht sie bald Bekanntschaft mit der Stasi. Unserem Organ wurde der Schutz der sozialistischen Errungenschaften und des friedlichen Lebens aller Bürger vor den gefährlichen Anschlägen des imperialistischen Feindes, seiner Geheimdienstzentralen und Agentenorganisationen übertragen. Und der Staatssicherheitsdienst meldete sich bei mir und sagte, Sie lernen uns jetzt etwas früher kennen als normalerweise die Studenten. Das ist immer erst in den letzten Semestern. Aber Sie haben einen interessanten Kontakt in West-Berlin, der uns sehr interessiert. Würden Sie uns bitte über diese Person informieren? Da habe ich gesagt, nö, ich bin doch kein Spitzel, sowas mache ich nicht. Und Sie haben gesagt, Sie können nur weiter studieren, wenn Sie das tun. Brigitte Klump bricht ihr Studium ab und flüchtet in den Westen. Mithilfe der UN-Menschenrechtskommission ermöglicht sie später über 4000 DDR-Bürgern die Ausreise in den Westen. In der Hauptstadt Berlin diskutiert Ostjournalist Stefan Lasch mit Westreporter Holger Kulig über Meinungsfreiheit. Wir waren eine Redaktion, die den Freiraum, den es gab, unglaublich ausgenutzt hat. Kritisiert wurde eigentlich erst im Nachhinein. Das war der tolle Freiraum, den wir hatten. Habt ihr eigentlich Reaktionen bekommen von DDR-Bürgern? Das Feedback, das Echo war sehr, sehr vielfältig. Hier ist das zweite deutsche Fernsehen. Die Nachrichten aus dem Westen sind in der DDR weitaus beliebter als die eigenen Informationsquellen. Das heißt ja, dass 90% der DDR-Bürger jeden Abend in den Westen ausgewandert sind, und zwar über das Westfernsehen. Das konnte man ja fast überall in der DDR empfangen. Tagsüber hat man sich mit DDR-Medien beschäftigt. Abends ab 19 Uhr war man Bundesbürger und hat die Westmedien geguckt. Für mich waren die DDR-Leute ja immer das am besten informierte Volk der Welt. Da war natürlich auch rosa-rote Brille dabei, ja. Aber wenn man eben eine Mauer baut, dann muss man sich nicht wundern, wenn die, die hinter der Mauer sitzen, denken, dass das Leben vor der Mauer rosa-rot ist. Ja. Man nehme pro Person 180 Gramm Filet vom Rind. Und wenn wir das dann so gesehen haben, dann hatten wir auch ein Gläschen Wein getrunken, unsere Zigarette geraucht
und uns irgendwie, man kann sagen, ein Auge geholt. Wie elegant, wie leicht beschwingt, wie das alles so über den Bildschirm geht. Es hat mich schwer genervt, dass wir kein Westfernsehen hatten. Wir hatten, wenn überhaupt, ein ganz verkrisseltes Bild. Vor allem im damaligen Bezirk Dresden kann man kein Westfernsehen empfangen. Im sogenannten Tal der Ahnungslosen gibt es weder die Tagesschau noch die Schwarzwaldklinik. Davon ahnt Uwe Scheibner nichts, als er mit seiner Familie in die sächsische Schweiz zieht. Wir hatten dann das Radio aufgestellt und meine Frau sagt, du, komm, Gorki Bayern 3. Dann haben wir den Fernseher angemacht und die Antenne aufgestellt. Es kam auch kein Westfernsehen. Dann bin ich zum Fernsehmonteur gegangen. Ich sage, sagen Sie mal, kann unser Fernseher auf dem Umzug kaputt gegangen sein? Wir kriegen gar kein Westfernsehen. Hat er gedacht, ich komme vom falschen Stern. In den meisten Regionen der DDR hilft eine selbstgebastelte Antenne. Wir haben Antennen gebaut mit Verstärker und Masten gebaut, 15 Meter hoch. Mein erstes vernünftiges Westfernsehen, wo ich meine Antenne drauf hatte, war Nicole. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Ochsenköpfe nennt man die Antennen, die das Fernsehsignal aus dem Westen einfangen. Die Stimmung im Wohnzimmer ist immer von der Wetterlage abhängig. Der Antennentanz, das war immer großartig. Papa musste hoch aufs Dach und von unten brüllten wir, Schnee, Schnee, bleib so, nein, nicht so. Wenn irgendeine Sendung lief, die du unbedingt sehen wolltest und du hast nichts gesehen und musstest da Stunden erst mal rumfummeln, dann war die Sendung vorbei. Es war teilweise schon ganz schön gruselig. Man hatte auch Angst, wenn man so eine Antenne hatte. Da kann ich mich noch entsinnen, da hatte ich einen Onkel. Das war so ein 1000-prozentiger Parteibonze. Ne? Und wenn der bei uns geklingelt hat, wir wohnten im dritten Stock. Schnell verstecke die Westantenne, der kommt. Die Parteiführung sieht es nicht gern, wenn das Volk nach Westen schaut. Aber alle Versuche der Abgewöhnung scheitern. 1973 gibt sich Staatschef Erich Honecker geschlagen. Westfernsehen darf nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Bis dahin alles Gute und noch ein schönes Wochenende. Wir haben mit dem nassen Finger in der Steckdose Westfernsehen geguckt oder mit dem nassen Handtuch aus dem Fenster. Es gab so Begriffe. Da braucht es nicht viel. Also wurde natürlich gewarnt, nicht drüber reden. Ja, nicht drüber reden, auch nicht in der Schule drüber reden. Haben wir trotzdem. Nein, sorg dich nicht um mich. Im Westen interessiert man sich weniger für die Lebenswelt im Osten. Wer keine persönlichen Kontakte nach drüben hat, für den bleibt die sogenannte Zone oft ein blinder Fleck auf der Landkarte. Das geht vorüber, sicherlich. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Sicherlich, man hat über die Zustände da schon gehört. Aber es ist doch mehr oder weniger, es war so weit weg. Es ist schon mehr oder weniger an einem vorbeigegangen. Auch das Westfernsehen vermittelt oft ein einseitiges Bild von der DDR. Im Gebiet Deutschlands, das sich DDR nennt, uniformierte Soldaten der DDR-Armee sowjetisch besetzte Zone Deutschlands. Ich empfand mich schlecht informiert, was das Leben der DDR anging. Ich hatte das Gefühl, Opfer unablässiger Propaganda zu sein. Und es gab keinerlei Berichterstattung über die Terra Incognita, den weißen Fleck DDR. Joachim Jauer arbeitet damals für die Sendung Kennzeichen D und ist einer der ersten Westkorrespondenten in der DDR. Die erste, ich mache eine Klappe. Zu den deutsch-deutschen Gemeinsamkeiten und Besonderheiten gehört die Anwesenheit von westdeutschen Korrespondenten in der DDR. Vier Jahre leitet Joachim Jauer das ZDF-Büro in Ost-Berlin. Rückblick. 1967 kommt Jauer das erste Mal in die DDR. Im Erzgebirge dreht er eine Reportage über Wintersport. Der erste längere Film über die DDR im Westfernsehen. Seht ihr, das ist ja richtig verschwungen, wenn er jetzt gefahren ist. Schönen Gruß.
Und als wir dann auf dem Marktplatz von Oberwiesenthal anhielten, war das für die Leute etwas sehr Besonderes. Ein weißer Mercedes und dann packten die auch noch eine Riesenkamera aus. Und ich nahm ein Mikrofon in die Hand und standen da 100, 200 Leute rum ungefähr und guckten. Und ein kleiner Junge sagte, nur gucke, da oben Reporter unterwegs. Und alle Leute lachten. Und wie wird Ihre Wäsche durch Omo? Meine Wäsche wird sehr schön weiß und fühlt sich angenehm an. Der Omo-Reporter ist damals ein Markenzeichen der westdeutschen Waschmittelwerbung. Und offenbar auch im Osten bekannt. Ja, Omo hat unermüdliche Waschkraft. Aha, die gucken alle Westfernsehen. Und an der Stelle habe ich begriffen, welchen unglaublichen Wert das unkontrollierbare, grenzüberschreitende Medium Fernsehen hat. Die Westprogramme vermitteln den DDR-Bürgern ein halbwegs unverstelltes Bild der eigenen Gesellschaft. Entsprechend intensiv ist die staatliche Überwachung von Westkorrespondenten wie Joachim Jauer. Als akkreditierter Korrespondent habe ich solche Drehvorhaben außerhalb Berlins in der DDR entsprechend den hiesigen Gesetzen rechtzeitig vorher dem DDR-Außenministerium anzukündigen. Jedes Interview, jede Befragung musste zuvor genehmigt werden. Interviewpartner wurden manipuliert, vorbereitet auf die Interviews mit uns. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Westdeutsche Fernsehteams werden von Funktionären begleitet und immer wieder schikaniert. Joachim Jauer hat eine dicke Stasi-Akte. Stasi-Spione observieren ihn auf Schritt und Tritt und kennen auch seine Dienstwohnung in Ost-Berlin von innen. Diese Wohnung war angeschlossen an alle Beobachtungssysteme der Staatssicherheit, das ist völlig klar. In die Wohnung ist von der Staatssicherheit in meiner Abwesenheit auch eingebrochen worden. Von Menschen, die es für wichtig hielten, aufzuschreiben, wo welcher Schrank und welcher Stuhl steht. Bei der Berichterstattung müssen sich die Korrespondenten an strikte Regeln halten. Verfallene Häuser, leere Regale und frustrierte Bürger will die SED-Führung weder im West- noch im Ostfernsehen haben. Für die Propaganda in eigener Sache gibt es die aktuelle Kamera. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach vorläufigen statistischen Angaben wurde in der DDR das vorgesehene Wachstum des produzierten Nationaleinkommens erreicht. Es ist wunderbar, der Sozialismus, das Schönste auf der Welt. Allen Menschen geht's gut und du gehst zur Türe raus und alles ist scheiße. Ja? Die Straßen sind kaputt, die Häuser fallen zusammen, es gibt nichts zu kaufen, es gibt nur Schlange stehen. Die Pläne für das Leistungswachstum wurden dank der hohen Arbeitsleistungen der Werktätigen in allen Bereichen der Volkswirtschaft unter den Bedingungen einer lang anhaltenden extremen Winterperiode bis Ende April erfüllt und gezielt überboten. Der Plan wurde übererfüllt und was man nicht für einen Frieden getan hatte wieder und die Bruderländer und der böse Kapitalismus und nur dort gibt es Arbeitslose und die bösen Drogen und was weiß ich. Also ich so den genauen Wortlaut habe ich auch nicht mehr drauf. Ich weiß nur, der Plan, der war immer übererfüllt. Für 52.000 Bürger verbesserten sich im August die Nettogeldeinnahmen der Bevölkerung, stiegen um 4% einen Exportüberschuss. Die Ergebnisse wurden geschönt. Dem muss ich widersprechen. Es ist nie gesagt worden in diesen Statistiken, dass es das und das in der DDR gibt, zu kaufen gibt für die Bürger. Sondern es ist immer gesagt worden, dass das und das hergestellt wird, dass das und das überproduziert wurde, mehr produziert wurde und so weiter. Und das stimmte. Nur es ging eben dann in den Export. Mit der Wirklichkeit hat das in den Nachrichten gemalte Bild immer weniger zu tun. Was verkündet wird, bestimmt nicht die Redaktion, sondern das Zentralkomitee. Und zwar wortwörtlich. Ich hatte mal eine Meldung zu verlesen und da war wirklich falsches und schlechtes Deutsch drin. Und ich habe meinen Chefredakteur darauf aufmerksam gemacht. Und er hat gesagt, ja, es tut mir leid, aber das können wir hier nicht ändern. Rufst du an und sagst, dass der Genosse Honecker, die kam nämlich von Honecker wo selbst geschrieben, dass der die deutsche Sprache nicht beherrscht? Der schwarze Kanal ist das Bösartigste, was das DDR-Fernsehen zu bieten hat. Moderiert wird die Sendung von Karl Eduard von Schnitzler, genannt Sudelede.
weil der Staat und seine Bürger, seine Jugend zumal, alles für den Menschen und alles für den Frieden tun, während drüben Aktivitäten für den Frieden nicht nur strafbar sind, sondern in über 3200 Gerichtsverfahren verfolgt werden. Weil ein Schnitz war die Maßeinheit zwischen dem alten Film und dem schnellen Ausschalten des Fernsehers. Also es hat niemand geguckt. Nennst du mich nicht KZ-Baumeister, nenne ich dich nicht Dreckschleuder. Wer also hat recht behalten, Alt-Nazi Lübcke oder die junge intelligente Sozialistin aus West-Berlin? Nur der hatte so eine schöne große Brille, so ein starkes Gestell. Das hat mir gefallen, das Gestell. Ton habe ich abgemacht und Rundfunk gehört. Eduard von Schnitzler. Das haben wir gern geguckt, um uns kaputt zu lachen. Was der für einen Blödsinn, den wir Steigert formuliert hat. Ja, das war ein Genuss. Es war eigentlich für uns gucken wie Kabarett. Ja, richtig, wie Kabarett. Die Reizfigur im Westprogramm heißt Gerhard Löwenthal. Die drei westalliierten Stadtkommandanten, einschließlich des Französischen, versteht sich, protestieren dennoch regelmäßig gegen militärische Zurschaustellungen der DDR-Armee in Ost-Berlin. Löwenthal, das war für uns ein Rechter. Da hatten wir als Studenten und später auch in der WG einen Aufkleber auf dem Fernseher. Wenn dieses Bild erscheint, das war nämlich sein Gesicht, dann bitte abschalten. So müssen Sie sich das vorstellen. Trotz Pressefreiheit gibt es auch in den Westmedien einseitige Berichterstattung. Die Nachricht ist eine Ware. Und die sich am besten verkauft, die Nachricht, die wird bevorzugt. Also Hofberichterstattung war immer unser Schlagwort. Eigentlich haben wir immer zu allem gesagt Hofberichterstattung. Auch in den Ostmedien gibt es ein bisschen Freiheit außerhalb der Politik. Das Magazin wird in einer Auflage von 600.000 Exemplaren gedruckt und ist meist schon am Erscheinungstag vergriffen. Da waren wir hinterher, weil selbst wenn wir jetzt noch nicht so viel mit dem Magazin anfangen konnten, so in der Kinderzeit, das war immer eine begehrte Tauschware. Also selbst Westcomics konnte man gegen Magazin tauschen. Aus gutem Grund. Ne? So wie ich, auch ich bin gern dabei. In jedem Heft gibt es ein Aktfoto und ansprechende Beiträge. Trotz seiner Beliebtheit kann das Magazin nicht in höherer Auflage produziert werden. In der DDR gab es auf alle Druckprodukte eine Papierkontingentierung. Das hieß, dass mit Ausnahme von Parteizeitungen, den Werken von Marx, Engels und Lenin, in der Regel für alle Bücher, für alle Zeitschriften nur eine bestimmte Menge an Papier zur Verfügung gestellt wurde und damit nur eine begrenzte Auflage. Bitte sehr. Und das Magazin wird immer noch ein bisschen so unter dem Ladentisch verkauft? Oder? Naja, ich verkaufe eigentlich das Magazin so, wenn jemand, nicht, dass ich es direkt auf den Tisch lege, aber ich verkaufe so lange, wie ich habe. Mhm. Und natürlich werden die Abonnenten berücksichtigt. Ne? Mhm. Das war ein Organ, das hätte ich, glaube ich, abonniert, wenn es das im Westen gegeben hätte. Und zwar nicht als Westmagazin, sondern als wirklich als Magazin aus dem Osten. Im Westen herrscht kein Papiermangel. Schon 1960 gibt es hier rund 15 Millionen Zeitungen und Illustrierte. Die auflagenstärkste Tageszeitung ist die Bild. Das Blatt von Axel Springer steht immer wieder in der Kritik für seine polarisierende und sensationslüsterne Berichterstattung. Jedermann weiß, dass diese Zeitung nicht schüchtern ist. Was liegt auf der Treppe und lügt, Bild-Zeitung. Braucht man nicht näher zu, ne? Also sie haben einige Eisen angepackt, die eine normale andere Zeitung nicht macht. Ja. Ob das alles stimmt? Das lasse ich dahingestellt. Erika Berger arbeitet damals als Journalistin bei Bild und muss dafür Kritik einstecken. Ich habe mich fürchterlich gestritten mit vielen Leuten, weil ganz einfach manchmal dann auch Sachen drin standen, die so nicht geschrieben worden sind. Auch nie gesagt worden, den hat einfach jemand umgeschrieben. Und da konnte man lesen, wer zum gesellschaftlichen Feind erklärt wird und wer nicht. Wir machen nicht mehr mit. Ein solcher Feind ist Rudi Dutschke. Die Springerpresse startet eine regelrechte Hetzkampagne gegen ihn und die Studenten der 68er-Bewegung. Nach dem Attentat auf Dutschke eskalieren die Proteste.
Es war sehr ernst, es war kriegerisch, es war bitterböse. Und die ganzen Jugendlichen der Stadt zogen dahin, wo die Bild-Zeitung gedruckt wurde und haben verhindert, dass die Bild-Zeitung ausgeliefert werden kann. Kaum ein Ereignis in der westdeutschen Geschichte hat die politischen Diskussionen nachhaltiger beeinflusst als die Protestwelle Ende der 60er Jahre. Die Demonstranten fordern eine Umgestaltung der Gesellschaft und das Ende des Vietnamkriegs. Da hatten wir ja den Spruch, der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Das ging uns auf den Geist, diese Autorität der Professoren. Das hatte nichts mit Freiheit und Liberalität zu tun und Mitbestimmung und Entscheidungsfreiheit. Da haben wir auch die ersten Lehrstühle besetzt, zum Beispiel an der Architekturfakultät. Haben dem Prof gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. 1968 bündelt viele Strömungen, treibt die auch weiter, treibt sie auch in die Öffentlichkeit. Und das sorgt schon dafür, dass die bundesdeutsche Demokratie, die politische Kultur auch belebt wird. Weite Teile der bürgerlichen Gesellschaft sind schockiert von der Studentenrevolte, die allmählich auch auf Schulen überspringt. Oberschüler Johnny Klinke mischt sein Gymnasium auf. Also ihr müsst euch vorstellen, samstags fuhren im Gymnasium am Zoo die Dienstwagen vom Lerchesberg, wo die Reichen wohnten, die fuhren vor und holten die Kinder ab mit Chauffeur. Die kamen mit Einkaufstüten aus der Innenstadt, Chauffeure, mit Dienstmütze und dann stand da so eine ganze Reihe Benze. Naja, das haben wir schnell beendet, diesen Spuk. Kapitalismus führt zum Faschismus! Kapitalismus! Viele Studenten sympathisieren mit dem Marxismus. Und notgedrungen auch mit dem real existierenden Sozialismus. Die blöden Mitschüler und die völlig bescheuerten Lehrer, die waren immer total gegen die DDR. Und dann hat man quasi aus Prinzip die DDR verteidigt, auch wenn wir eigentlich die DDR nicht gut gefunden haben. Auch die DDR hat ihre aufmüpfigen Jugendlichen. In den 60er Jahren verhängt die SED das Beatverbot. Viele Musikfans scheren sich nicht darum. Einer von ihnen ist Ulrich Grunert. Er gründet in seinem Dorf bei Magdeburg einen Jugendclub. Also diese harte Parteilinie, die wurde doch mehr und mehr in kleinen Gruppen in Frage gestellt. Also ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass das auch keine Trennung war. Die Jugendkultur ist eigentlich über diesen sogenannten eisernen Vorhang rübergeschwappt. Die Musik wird zum Ausgangspunkt einer wachsenden jugendlichen Subkultur. Es war ja nicht nur Musik, es war Tanz, es war Mode. Es wurden neue Haarschnitte getragen, es gab einfach ganz andere Klamotten und wir wollten einfach unser eigenes Ding machen. Und das war eine wunderbare Zeit, aber die wurde dann auch sehr schnell von skeptischen Erwachsenen beäugt, weil das war ja was, was so an dem, was der Staat eigentlich so mit Jugendlichen vorhatte, so ein bisschen vorbeiging. Die Reformbewegung in der Tschechoslowakei weckt auch in der DDR Hoffnung auf Veränderung. Staatschef Alexander Dubček prägt den Slogan Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Hinter dem eisernen Vorhang herrscht Aufbruchstimmung. Doch im August 1968 ist es plötzlich vorbei. Ich war im Sommer 1968 am Balaton. Am 20. August sollten wir planmäßig mit einer Interflugmaschine zurückfliegen und da hieß es dann, ihr könnt nicht fliegen, es gibt Probleme mit der JSSR, es gibt da ein Überflugverbot und eventuell wird es krachen und Krieg geben. Also es war so eine potente Kriegsgefahr lag in der Luft. Eine 500.000 Soldaten des Warschauer Paktes marschieren in Prag ein und zerstören die Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus. Wir haben das erste Mal gemerkt, dass die offiziellen Staatsmedien eigentlich nicht die Wahrheit sagen. Im DDR-Fernsehen spricht man von einer Vereitelung der Konterrevolution in der Tschechoslowakei. Knapp 100 Menschen werden erschossen. Angeblich, um die Tschechoslowakei vor feindlichen Kräften zu schützen.
Das war ja eine große Lüge. Das tschechische Volk hat die Russen nicht gebettelt, dass sie einmarschieren und sie irgendwo vor kapitalistischen, bösen Imperialisten retten. Und da haben wir natürlich der ganzen Bande überhaupt nichts mehr geglaubt. Mit dem Einmarsch endet der Prager Frühling. Reformen werden rückgängig gemacht, die Überwachung verstärkt. Auch in der DDR drehen sich die Uhren wieder rückwärts. Im Westen sind andere Erinnerungen an das Jahr 1968 geknüpft. Es entstehen neue Lebensformen. Das Konzept Kernfamilie bekommt Konkurrenz. Junge Menschen gründen Wohngemeinschaften, an deren Küchentischen die Welt ganz neu diskutiert wird. Carsten Weber aus Kiel erinnert sich. Wir haben in einer nächtelangen Diskussion über alles geredet, also auch über Andersleben in allen Konsequenzen. Leben, Arbeiten, Essen, Sex, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, AKWs und wirklich das Gefühl, dass die Welt völlig zerstört wird und man auf eine Katastrophe zugeht. Im Grunde genommen war es die einzig mögliche Antwort, dass die, die so radikal die Gesellschaft verändern wollten, sich auch in einer eigenen Welt, zunächst in einer Gegenwelt, versammelten. Ich habe die Wohngemeinschaften als großartiges Laboratorium der Zukunft erlebt. Johnny Klinke ist damals Mitbewohner von Joschka Fischer. Wenn die Mutter von Joschka Fischer, eine gestandene Metzgersfrau, in die Wohngemeinschaft kam und sagte, jetzt wird aber erst einmal Staub gesaugt, Joschka. Dann sind wir alle in alle Richtungen abgehauen und haben diesen Konflikt da gelassen, wo er hingehört. Rolf Spille lebt zeitweise mit Otto Walkes und Udo Lindenberg zusammen. Wilde Partys sind an der Tagesordnung. Eines Nachts kam ich mit einer Freundin nach Hause und dann plätscherte, die Tür stehen da ja meistens auf, aus der einen Badewanne hörte ich das Geplätscher, da saß Udo da auf dem Klodeckel mit der Flasche Shampoos, das Mädel lag da im Wasser und ich kam mit meiner Freundin dazu, da sagte Udo, ey, kommst gleich mit rein hier. Also es war relativ locker. Weniger locker sehen das die Älteren, viele sind schockiert vom Lebensstil der Jugend. Die laufen da sowieso alle nackt rum, die machen Rudelbums. Und diese typischen Vorurteile. Nicht ganz Vorurteile, das war auch teilweise eher auch wahr. Das sind Tagediebe, die sollen arbeiten. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, ablehnen und würde ihnen erstmal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken. In München gründet sich die Kommune 1. Hier sind Paarbeziehungen out. Freie Liebe ist das Motto. Ich glaube, dass diese Zweiergeschichte noch ein Produkt von Kapitalismus ist. Wenn ich das schon höre, mein Mann, meine Frau, ja, wer gehört wem, also so. Und dass ein Versuch in die Richtung nicht schaden könnte, da auch da offen zu sein, und das ist schwierig in der Praxis. Wenn man eine Freundin hatte und die brachte mal eine andere Freundin mit und durch Zufall hat man zu dritt im Bett geschlafen, war es auch nicht schlimm. Aus der 68er-Bewegung gehen auch neue Erziehungsmethoden hervor. Anti-autoritär heißt die Parole. Lauter liebe Erwachsene, die, ja klar, könnt ihr gerne Cola trinken nach zum Elfen auch und so. Das war schon abgefahren. Und die Haltung haben sie mitgenommen. Das ist eine neue Welt ist jetzt, nach dem Krieg. Und dass wir die gerne ändern wollen, dass wir sie für uns und unsere Nachkommen, für unsere Kinder gerne freigestalten wollen, raus aus der aus dem Beschränken, raus aus dem, das darf man nicht und so, dies und jenes darf man nicht. In den 70er Jahren etabliert sich in Deutschland die Punk-Szene. Flieg weg, nerv drauf weg. Kaputt was, euch kaputt machen. Ihren Ursprung hat die Bewegung in London. Die Jugendlichen wollen anders sein, anders aussehen, provozieren. Ihre Revolte richtet sich vor allem gegen bürgerliche Normen. Willi Wucher aus Duisburg ist Punker aus Leidenschaft und geht noch heute mit seiner Band auf Tour. Ich dann erstmal Lederjacke an, eine Kette hier rübergezogen, so eine richtig schwere, dass man richtig anders aussieht. Und dann hat man gemerkt, oder ich habe dann gemerkt, wie die Leute darauf reagiert haben. Da kamen die ja gar nicht mit klar. Und das war genau das, was ich wollte. Das war schön. So ein bisschen individuell. So, herzlich willkommen, ich bin's, ihr dürft mich jetzt alle mal angucken. Auch in der DDR gibt es Punker.
Auch sie wollen vor allem anders sein und vielleicht ein bisschen mehr. Versuchen, die Welt zu ändern und nicht nur provozieren. Hier, guck, ich anders, provokant, haha, sondern weiterzudenken. Kommen Sie in unsere Richtung. Die Staatspolizei im Punker-Einsatz. Wer offen im Widerspruch mit dem System lebt, riskiert in der DDR Gefängnis. Kim Pickenhain politisiert sich, als sie von der Stasi verfolgt und verhaftet wird. Wir wurden streckenweise wirklich weggefangen von der Straße. Also du läufst lang, plötzlich hält neben dir ein Auto, sind sie die und die, ja, bin ich, zack, rein. Und dann warst du Stunden weg. Du warst einfach gar nicht mehr existent. Die längste Zeit waren irgendwie mal 13 Stunden, dass wir da weggesperrt waren. Ein bisschen Schiss hast du dann schon. Berlin Friedrichshain, eine Szenebar. Kim Pickenhain ist inzwischen selbstständige Tischlerin. Sie trifft sich heute mit Willi Wucher, Punkrocker aus Duisburg. Vor 30 Jahren rebellierten beide gegen ihr jeweiliges Gesellschaftssystem. Denkst du immer noch so? Nee, man wird ja älter und weiser und reifer. Habt ihr denselben Murks so gehabt wie wir oder wie lief das bei euch? Was für Murks? Ja, den Murks so, dass wir anders sein wollten. Völlig anders, völlig dagegen sein wollten. Ich habe das so gehabt, als ich in einem bestimmten Alter kam, ich wollte ausbrechen aus der Normalität. Mhm. Gab's das hier auch? Ja, dito, genau dasselbe. Nur halt noch ein bisschen anders, weil unsere Freiheiten noch geringerer waren. So. Ne? Also nicht nur dieses Eingesperrtsein oder so, sondern halt auch dieses, ich darf nicht sagen, was ich sagen möchte oder ich darf nicht so aussehen, wie ich möchte. So. Aber ansonsten, wir wollten genau dasselbe, raus aus dem Dreck. Und die Leute haben geguckt? Natürlich. Das ist ein geiles Gefühl. Das ist toll. Das vor allen Dingen, wenn jemand gegen den Laternenmast läuft. Das war betrunken? Nein, weil er mich angeguckt hat. Nicht nur Punker gelten in der DDR als potenzielle Staatsfeinde. Auch die Arbeit der Kirchen wird misstrauisch beobachtet. In ihrem Umfeld treffen sich Oppositionelle nicht nur zum Beten, sondern auch, um sich gegen Diktatur, Krieg und Umweltverschmutzung zu bekennen. Das war schon bewusst Opposition und das habe ich gerne gemacht. Und da war ich schon so weit, dass ich mich selber identifiziert habe, nicht mit dem Staat was zu tun zu haben zu wollen. Michael Weichert ist Sohn eines Pfarrers und legt sich schon in der Grundschule mit dem System an. In der vierten Klasse musste man ein Gedicht aufsagen von Heinrich Heine, wo Gott geflucht wurde. Und das haben mir meine Eltern verboten. Und dann habe ich gesagt, ich sage das nicht auf. Und hat sie mir eine 5 gegeben, konnte ich mich setzen. Auch Ines Bartels findet in der Kirche Gleichgesinnte. Viele im Dorf haben gedacht, wir gehören einer Sekte an. Das muss die Stasi breit gestreut haben, da sind wir uns ganz sicher. Die Außenansicht der evangelischen Studentengemeinde in Magdeburg in der Neschoder Straße. Gezielt überwacht die Stasi Kirchen. Hier entdeckt ein Mann die versteckte Kamera der Geheimpolizei. Dass die Kirchen im Ernstfall keinen Schutz vor der staatlichen Willkür bieten, ist den Oppositionellen klar. Es gibt eine ganze Reihe von Berichten von Kindern und Jugendlichen aus oppositionellen Elternhäusern, die erzählt haben, dass sie immer mit einem Zettel in der Tasche rumgelaufen sind. Auf dem Zettel stand, wo sie hingebracht werden sollten, wenn ihre Eltern verhaftet werden, um zu verhindern, dass die ins Kinderheim kommen. Das Bibelzitat »Schwerter zu Pflugscharen« wird in den 80er Jahren ein Symbol für die Friedensbewegung. Aber das DDR-Regime verbietet das Tragen des Zeichens an der Kleidung. Das war schon zum Teil richtig dramatisch. Also ich war dann Verkäuferin und da kam die Polizei in Zivil und haben mich aus dem Verkaufsraum rausgezogen nach hinten und musste meine Jacke aus dem Schrank nehmen und musste den Aufnäher abmachen. Also ich habe nicht ganz klein beigegeben. Ich habe natürlich noch schnell frech gesagt, den Aufnäher könnt ihr mir nehmen, meine Überzeugung nicht. Das musste ich dann nur an den Mann bringen, aber natürlich habe ich auch gekuscht.
Auch die Punker in der DDR werden bis zum Schluss streng überwacht. So wie Kim Pickenhain. Westpunker Willi Wucher dagegen hatte vom Staat kaum etwas zu befürchten. Tagsüber haben wir uns getroffen, uns betrunken, Scheiße gemacht, von der Rolltreppe bei Quelle gepinkelt. Nur abends dann, wenn du nicht auf der Polizeiwache übernachtet hast, bist du nach Hause gefahren, hast dich ausgeschlafen. Morgens gab es ein schönes Frühstück. Mutter hatte einen ja lieb und so weiter. Habt ihr den Zoff wirklich so ein bisschen dran gedreht? Wir haben uns getroffen am Brunnen, wir waren 20 Mann und haben uns betrunken ohne Ende. Und haben dann wirklich so gesagt, wann kommen die denn? Wann kommen die Bullen? Dann kamen die nicht. So, was machst du dann? Wir zur Telefonzelle hin, zwei, drei Mann von uns, Polizei angerufen. Ja, Müller mein Name, hier die Punker, die stehen da wieder, die machen wieder Randale. Und dann kam die Polizei. Ne, und die kamen, weil wir die wollten. So, ne? Die kamen mit einem Streifenwagen. Wir haben die erstmal zurückgedrängt. So. Dann kamen natürlich ganz viele Polizisten. Ein riesiges Hin und Her. So. Dreh dich mal um, sag ich mal einen tollen Haarschnitt. Die Punkszene im Westen ist eher unpolitisch und hat wenig Ambitionen, die Gesellschaft zu verändern. Anders ist das bei den Hausbesetzern. Sie kämpfen gegen den Abriss von alter Bausubstanz und gegen reiche Spekulanten. Die schönsten großen Häuser, die die Stadt zu bieten hatte, sollten beim Shoppingcenter reichen. Und das war richtig eine Aufforderung, diese toll ausgestatteten, hellen Wohnungen in Beschlag zu nehmen. Die Kieler Hausbesetzer nehmen nicht nur die Wohnungen in Beschlag, sie streichen, renovieren, reparieren, richten sich gemütlich ein und halten die Häuser instand. Mit der Polizei liefern sich die Autonomen bei jedem Räumungsversuch erbitterte Kämpfe. Auch bei ihren Nachbarn genießen die Hausbesetzer nicht den besten Ruf. Wir sind wirklich auf der Straße angepöbelt worden. Wir waren Fremdlinge bis Feinde der normalen Gesellschaft. So gab es auch Leute, die nachts Scheiben eingeschmissen haben und es gab Brandstiftungen, also es hätten Leute umkommen können. Und ich glaube, das war wirklich von biederen Nachbarn, die uns loswerden wollten. Meinungsfreiheit im Westen. Demonstrationen gegen das System sind keine Seltenheit. Am Ende kann auch die DDR die Meinung des Volkes nicht mehr kontrollieren. Am 10. Oktober 1989 wagen sich allein in Leipzig rund 70.000 Menschen auf die Straße und gewinnen den friedlichen Kampf gegen das Regime. Leben im geteilten Deutschland. Ein Alltag zwischen Anpassung und Rebellion. Es war eine Grundfunktion der Vernunft, gegen etwas zu sein und nicht zu rühmen und nicht zu preisen und auch nicht primär dankbar zu sein, sondern Einspruch anzumelden. Ich habe in dieser DDR gelebt, meine Erfüllung gefunden in allem und möchte diese Jahre nicht aus meinem Leben streichen. Es war eine geile Zeit. Also wenn ich jetzt sterben würde, würde ich lächeln und sagen, hast du alles richtig gemacht. Die Menschen in Ost und West sind sich, glaube ich, näher, als sie das jeweils vermuten.